So, jetzt ist mir die erste Meerforelle hier ins Netz gegangen. Da ist sie, ein wunderbares, markiges Tier. Zack. Jetzt sie mal an der Hand nehmen. Oh. Schön auf Silber heute. Hatte ich doch den richtigen Riecher. Was für ein tolles Tier. Was für ein tolles Tier. Und wie lecker die schmecken wird. Ich werde immer gut genommen. Kriege ich kaum raus. Zack. Kiemgriff. Was für ein tolles Tier. Ganz, ganz toll. Ja, dafür geht man angeln. Das ging relativ schnell heute. Wirklich auf den letzten Metern genommen. Gar nicht so schnell eingeholt. So, jetzt bekomme ich die Kamera hier nicht raus. Ja, hier ist das tolle Tier. Da ist es. Ganz, ganz toll. Freue ich mich. Das ist meine erste Meerforelle dieses Jahr. Ich werde dir mal kurz eine auf den Kopf geben und sie abstechen. Ne, wir wollen das ja alles auch fischgerecht machen. Ja, wie gesagt, das ist meine erste Meerforelle heute. Oder für dieses Jahr besser gesagt. Oh, schönes Tier, super maßig. Brauche ich gar nicht nachmessen. Das ist eine richtig schöne Meerforelle. Ganz tolle Maserung, hätte ich fast gesagt. Aber ganz fantastisch. Hat natürlich jetzt keinen so großen Superdrill geliefert. Ich habe sie hier vorne gleich erwischt. Die ist auf den letzten Meter raufgegangen. Ich dachte, ich habe einen Hänger hier vorne in der Steinpackung. Naja, wie auch immer, das ist mein dritter Ansitz. Einen schönen Dorsch hatte ich schon als Trostpflaster. Und ich bin hier wieder in Nienhagen. Die genaue Stelle verrate ich natürlich nicht. Aber boah, ist das toll. Herrliches Tier. Schaut euch das mal an. Jawohl. Kirsche ist wieder on Tour. Das Jahr 2017 ist gestartet. Und ihr seht, gleich richtig schön erfolgreich. Tolle Tiere sind das. Und schmecken tun die. So, die kommt jetzt in eine Tüte. Und dann werde ich mal weitermachen. Weil man sagt ja, wo eine Meerforelle ist, da sind auch noch mehrere. Ich habe vorne am Parkplatz noch einen Angler getroffen. Der sagte zu mir, super Bedingungen, die Fische sind nicht da. Ich sage, entweder war er unfähig, hatte kein Glück, wie auch immer, oder er hatte den falschen Köder, wie auch immer. Die Fische sind da, das Jahr 2017 hat begonnen und hier ist der Beweis, herrlich. Ein wunderschöner Silberbarm, da ist natürlich nichts mit Releasen. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Stück fange, dann fliegen die rein, das ist klar, aber das ist was für die Bratpfanne. Das ist herrlich, das macht Spaß. So kann es weitergehen. Das ist für mich Meeresangeln. Dafür gehe ich angeln. Schaut euch das mal an. So, nachdem ich jetzt noch einen Nachläufer hatte, aber die See etwas rauer geworden ist und der Tag etwas dunkler, also wir befinden uns kurz vorm Sonnenuntergang, ich hatte jetzt schon in eine etwas auffälligere Farbe, so eine leichte Reizfarbe gewechselt und bin mit leichtem Gerät, hier so mit 22 Gramm und mit so einer roten Kante schon so ein bisschen in das Reizzentrum gegangen, ne? Also in die Reizfarben natürlich. So, und jetzt denke ich mal, wird so auch so langsam der Dorsch auf der Fangliste stehen.
Vielleicht erwische ich auch noch eine Meerforelle, aber ich werde jetzt so ein bisschen wechseln in was Schwereres Richtung 30 Gramm. Ich will jetzt ein bisschen rausfeuern und ich werde auch mehr so die Schockfarben nehmen. Ne? Also schön schwarz-rot oder irgendwie sowas. Und wollen wir mal sehen, am liebsten wäre mir natürlich noch eine Meerforelle, aber das kann man sich nicht aussuchen. Ja, da bin ich wieder. Hatte noch keinen Fangerfolg seit der Meerforelle. Aber ich denke mal, die Top-Zeit für Dorsche kommt erst noch. Aber ist das nicht herrlich? Schaut euch das mal an. Dafür ist man doch am Wasser. Wer jetzt nicht am Wasser ist, der ist selbst schuld. Kann ich nur sagen. Bin hier mit dem Snaps unterwegs. Wollen wir mal schauen, was noch geht. Aber das entschädigt für alles. Ist das nicht herrlich? Fantastisch. Einfach nur fantastisch. Das nenne ich mal einen Sonnenuntergang. Die Sonne ist feuerrot. Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich mich glatt ausziehen und sonnen. Ist das nicht ehrlich? Ich melde mich wieder, wenn der erste Dorsch gebissen hat. Jawohl, jetzt ist mir doch noch eine eingestiegen. Aber das ist definitiv ein Dorsch. Oh, die Sonne ist mittlerweile auch untergegangen. Oh, der macht schön Rabatz. Der macht Spaß. Das ist natürlich ein bisschen mehr Action. Oh, 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 oh. Seht ihr das? Der rammelt rein. Da muss ich aber pumpen. Weiche Rute, 3 Meter Rute. Ah, ganz weiche Spitze. Jetzt macht er nochmal richtig Rabatt. Und was sagt man? Immer schön mit der Rute arbeiten. Mit der Rute arbeiten und mit der Rolle einholen. Jetzt kommt da eine Oberfläche. Jetzt bloß nicht irgendwo verhaken. Ich werde schon mal ein bisschen rückwärts gehen. Ich stehe auf einem schönen Stein. Oh, der knallt im Handgelenk. Das ist ein gutes Tier, auf jeden Fall. Das macht Spaß. Herrlich, schöner Drill. Wirklich, also die Meerforelle hat ja wirklich auf dem letzten Ende gebissen. Oh, 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 oh. Ein schöner Dorsch. Oh, den lasse ich noch ein bisschen toben. Oh, jetzt zieht er mir noch mal die Schnur runter. Das ist geil. Ist das geil. Das habe ich vermisst. Das habe ich vermisst. Jetzt hole ich ihn ran. Schön auf Spannung und schön ranholen. Damit er nicht nur auf dem letzten Ende aushakt. Jetzt haben wir ihn mit der Welle. Oh, guckt euch das an. Ist das ein fantastisches Tier. Hat der einen Kopf. Was für ein geiles Tier. Herrlich. Das ist ein richtiger Kracherdorsch. So stelle ich mir das vor. Meerforelle, Dorsch. Ja, fantastisch. Die Bratpfanne ist voll. Ich werde mal hier. Das hat richtig Spaß gemacht. Guckt euch mal diesen kapitalen Dorsch an. Der wird natürlich nicht released. Yeah, Kirsche on Tour. Ist das geil. Ich stelle die Kamera hier mal rauf. Geil. Jetzt kriegt der Paufen auf die Rübe. Das ist das Gute am Strand. Man braucht keinen Totschläger. Die liegen überall welche rum. Vielleicht kriegt er noch einen Herzstück. Aber das ist doch mal ein Dorsch. Ist das herrlich. Geil. Ja. So, ich werde auch gleich weitermachen. Ich bin jetzt richtig juckig. Ich hole hier noch einen raus. Und ist das geil. Ich werde nur schnell mal ein Messer rausholen. Dem mal schnell die letzte Ölung geben. Und dann geht's gleich weiter. So, zack, 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 zack. Da ist es. Filetiert wird zu Hause. Ich mach weiter, meld mich später, Kirsche on Tour. So, der Angeltag ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt auch schon fast beim Auto. Ich stelle die Kamera mal hin. Vielleicht sieht man das auch noch gut. Hier ist der Fang.
Herrlich, ne? Schöne Meerforelle, richtigen Klopperdurch. Wir hatten heute einen schönen Nordostwind, der mit 13 Stundenkilometer übers Meer pfiff. Das ist natürlich ideal, ne? So, hier ist nochmal mein ganzer Stolz. So, ich mache jetzt Feierabend, ab nach Hause, noch ein bisschen was essen, Fische ausnehmen. Und dann werden wir mal sehen. Bis zum nächsten Mal. Kirche on Tour.